So, moin und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Session The Last of Us mit Phil Patrick. Moin, auch von mir ein schönes Hallo und ich hoffe, ihr habt Spaß mit einer neuen Reise mit uns. Auf Ja, einer neuen Reise mit uns. Mein Gott. wir sind ja im wunderschönen Boston hängen geblieben und sagten, das macht ja schwer Sinn in einer großen, ja, Staubpartikel. Phase hier aufzuhören. Das ist immer so ein perfekter Ort, um diese Sporen einzuatmen als Pausenort. Mal schauen, wie lange die Atemmaske uns soweit frisch hält. Patrick ist am Pad. Und dann würden wir sagen, dann geht es jetzt tatsächlich mal eine Runde weiter. Viel Spaß! Viel Spaß. Was ist mit diesen Fläschchen los? Das sind Ratten, die sehen aus wie Ich wollte schon sagen, wollten die sich mal bewegen oder? ausgestorben. Ach du Ja, sie Scheiße. sind auf eine ganz andere Art und Weise unheimlich. Wahrscheinlich nicht so, Ach, wie guck sie mal hier. sein wollten oder sollten. Jack ist auch da. Gut. Ja, so leichte Pusteln am. Da liegt ja Diesen der Körperteil. Grund. Genau. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Da sind wir das letzte Mal aufgehört und Genau, den jetzt, Balken hat er aber ja, schon beiseite geräumt, lustigerweise. genau, und Vorsicht. Scheiße! Pass auf, pass auf! Helft mir! Das hatten wir schon. Das hatten wir schon, genau. Meine Maske ist kaputt! Ich will mich nicht verwandeln. Special Bitte. Crew? Ja! Was willst du jetzt tun? Ich werde in die Hand reichen. Komm, nimm sie. Los! Gut, das war letztes Mal so eine dramatische Szene. Dadurch, dass wir es jetzt das zweite Mal erleben, machen wir es kurz und schmerzlos. Ist zwar nicht So, schön, gehen aber wir. Na, wir gehen. Jetzt könnte ich hier noch mal reingucken. geht's einmal weiter. Kein Stuff. Hey, ihr Schnupp. Du könntest reinschauen, ja, aber Ja, die Frage genau. ist, ob du reinschauen möchtest. Genau. Oh, wir haben den Steam noch vergessen. Glaube, wir haben gerade Besuch im Hintergrund, also nicht wundern, falls ihr ein paar andere Stimmen hört als Genau. üblich, also nur unsere beiden wunderschönen Hausdame. Ich wollte gerade über unsere lieblichen Stimmen sprechen, aber die Also. Hausdamen sind natürlich auch okay. Ist, aber im Hintergrund hört man jetzt einfach nur Türen klappern. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt. Gut, dass das Spiel hier kurz unterbricht. Sehr gut. einfach mit einer kleinen Anweisung nochmal gedrückt halten für Lauschmodus. Ich weiß nicht, ob das gerade auch hinter uns quasi passiert. Ob zwei Der Lauschmodus Personen aktiv hier ist. im Lauschmodus aktuell sind, um uns zuzuhören. Die haben das Schild bitte nicht stören, nicht gelesen. Auch wenn es nicht live ist, aber das passiert halt. Genau. Aber wir machen mal den Lauschmodus. Wie weißt du? Was? Hat sie gesagt? So, ich würde sagen, den räumen wir jetzt mal aus dem Schleich Parkett. dich ran, um ihn dann. Ah, guck mal, die haben ihr Abendmahl gerade. Die sind aber zu zweit. Das darf man nicht unterschätzen. Himmel. Sollen wir jetzt noch mal ein bisschen in uns umschauen oder sollen wir die einfach hinter uns lassen? Ich würde sie hinter uns lassen. Das ist das Schöne, wenn so die Spielerfahrungen mittlerweile 10 Jahre alt sind. Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr in diesem Moment, was cleverer wäre. Was Aber hält? rein intuitiv würde ich immer sagen, du hast 5 Schuss Munition in deiner Hoch Waffe. oder rechts? Was hätte dir getan? Hoch. Okay. Du hast 5 Schuss, das sind 2 Figuren. Eine kannst du vielleicht noch im Nahkampf erledigen. Tess, was ist mit dir? Hallo? Oder würde sie gerne? Oder sie sichert uns den Rückweg ab. Kann natürlich auch sein. Da spratzt das Blut nur so raus. Unendlicher Fluss.
Mir ist doch alles gut, hier müssen wir noch hin. Wir haben auf jeden Fall guten Appetit. Sieht noch ein bisschen Stuff. Dann gehen wir einfach mal hier gucken. Ist doch bestimmt jemand hinter, oder? Musik ist spannungsgeladen, aber. Genau, hören wir gerade die. Können wir nicht mal die Tür zumachen? Die Bostoner Buschtrommeln als. Wahrscheinlich kriegerischer Gesang, der gleich einsetzen wird. Gefährliche Luft würde ich auch mal erstmal angreifen. Die Tess sind sicherer zurück. Oh! Weg ab. Was findest du dabei? Das waren alle. Wenn du ihr so ins Gesicht sprichst. Aggression. Nein, gehen wir zurück in die Stadt. Ja, dann lass mal machen. Willst du jetzt dann hier lang gehen? Nee, wir gehen dann hier runter, ne? Also ich würde jetzt weitergehen, rein intuitiv, aber es ist immer so das kleine Gamerherz, was dann durchschlägt. Man möchte natürlich auch den letzten Weg gesehen haben. Ja. Du darfst immer jetzt nicht vergessen, dass wir jetzt nicht alleine sind. Nee, genau. Von daher, entertainment-technisch denke ich immer so, wenn du jetzt jeden hinterletzten Weg immer durchsuchst. Leute, wir nehmen jetzt hier ein paar Folgen am Stück auf. Das heißt, wir können jetzt nicht nach jeder Folge auf eure Kommentare reagieren. Aber sagt uns das mal gerne. Wie würdet ihr das denn sehen? Sollen wir jetzt hier wirklich den Level bis ins letzte Detail erkunden? Oder wollt ihr einfach die Story mit uns mitbekommen? Gebt uns gerne mal einen Hinweis. Das Schütteln des Controllers für die Batterie ist, glaube ich, ne? Genau. Wer kennt es nicht, wenn die Batterie bei der Fernbedienung mal wieder kurz vor Exitus steht, einfach ein paar Mal in die Handfläche schlagen und schon kann man den Sender wieder durchsetzen. Klassische Lifehacks. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey. Genau, eine Dose Febreze reindrücken. Sehr gut. Haben wir hier so. Oder natürlich ein anderes Raumspray eurer Wahl. Doch, werden wir von den Kollegen nicht bezahlt. Ja, dann mach mal auf. Ich hätte es auch aufgemacht. Aber. Sicher den Eingang. Geht klar. Im Jahr 2033 ist die Welt noch viel, viel emanzipierter. Du meinst. Als es 2013 rauskam, war schon okay, jetzt wird es immer besser. 2033 und vorne noch einfach mal Barrikaden im postapokalyptischen Boston. Verdammt, das Brett ist weg. Brad Pitt? Dann müssen wir uns holen da unten, ne? Wärst du so nett, bitte? Ja, natürlich. Ich hole es. Oh Gott, das war vielleicht nicht so klug. Ah, der Sprung ist nur real, wenn du ihn spürst. Ja. Hier, reich es rüber. Wo sieht er? Ach, da. Ja, wie komme ich jetzt wieder hoch? Sie zieht dich jetzt inklusive des Bretts nach oben. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. So, was mache ich jetzt? So. Wir können da nicht hoch, ne? Sieht ja nicht danach aus. Ne. Lass dein Haar herunter, komm, helf mir hoch. Geht doch. Ich glaube, da links, da ist auch so ein Loch in der Hand, oder? Dann los. Zu Befehl, Boss. Hab ich doch gesagt, sie kommandiert uns wieder in einer Tour rum. Ich meine, sie ist aber wunderschön platziert alleine. Wunderbar. Und er hat jetzt immer noch einen verknacksten Knöchel. Aber nochmal, ne? 2014 für die PS4. Wir Soldaten sind. Man sieht natürlich an der einen oder anderen Ecke das Alter des Spiels auch an.
Muss man was sagen, es gefällt mir immer noch. Ja, mir auch. Ich finde das, also man taucht hier sofort wieder ein. Für 9 Jahre oder insgesamt dann halt 11. 10. Aber wann ist die Version für die 3 rausgekommen? 13. 13, dann sind es 10, ja. Ja, also natürlich sieht man nochmal den Sprung, wenn man jetzt das Original sich anschaut mit dem Remake für die PS5. Man sieht da schon mal einen deutlichen Unterschied. Das ist jetzt nicht das erste Spiel, von dem ich mir gewünscht hätte, dass es remaked wird. Muss ich auch fairerweise sagen. Natürlich sieht man das Alter auf der einen oder anderen Seite, aber ich finde es immer noch schick. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Mach hin, Junge. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Okay, in einer zombie-verseuchten Welt, also quasi zombie-verseuchten Welt, schicken wir jetzt einen Jungen los? Na, das macht also soll er sich lieber in die Gefahr begeben als wir, ne? Ja, als Laufbursche. Okay, genau. Hab ich verstanden. Ja. Los geht's. Na komm. Eine erbarmungslose Welt. Halt das, halt das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Hab gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein. Ich bin nicht jetzt. Verstanden? Okay. Kann ich mach's nicht an. Tick doch nicht gleich so rum, deswegen. Well. Tut mir leid. Wir sind alle vorgestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Ja. Glotzt ihr so. Anfassen heißt kaufen. Mhm. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Wo ist die denn jetzt hin? Achso. Das geht dich gar nichts an. Müssen wir ihr folgen oder folgt sie uns? Ich bin gerade überfragt. Ich bin doch gleich da reingegangen. Ja. Aber als sie entgegengekommen ist, ist sie wieder rausgegangen. Vielleicht meidet sie dich auch. Vielleicht möchte sie nicht mit dir gesehen werden hier in dem. In dieser Gegend. Hey, du musst blocken! Die Welt am Arsch. Kaputt ist. Ihr gehört zusammen. Wenn wir ein paar Bärnackelkämpfe, dann kann man sich trotzdem auch nochmal schön das sich auch schon mal. Genau. Ich nur den hysterischen Stein an der Seite. Aber mal ganz kurz, wo wir jetzt gerade mal so eine ruhigere Phase haben. Was willst du? Dieser Effekt von Tess gerade, dass sie umgedreht ist, während du auf sie zugegangen bist. Bist du schon mal mit einem Alpaka spazieren gegangen? Hey. Leute, das ist der Shit. Das sind aber keine Kuscheltiere. Aber wirklich, man dreht sich zu denen um und die bleiben stehen oder gucken weg, drehen sich weg. Und wenn du ganz penetrant kommst, dann spucken sie dich an. Das ist bei Tess auch so. War er hier? Vor einer halben Stunde. Hey, und wahrscheinlich haben die auch einen Dickkopf. Da ist er jetzt. So wie Tess. Ja, aber Lebensmittelmarken sind alles. Ja. Da, und doch die Fireflies. Rise. Look for light. Was soll das bedeuten? Ich verstehe das nicht. Spaß. So, weiter geht's. Genug umgeguckt. Los geht's. Oh, das ist auch Zeitgenossen. Oh ja. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Das ist immer schneller als ja. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. No pressure, aber du hast nur 9 Schuss. Oh ja. Na, ja, das war. Aber wie viel pressen die denn? Das brauchst du sicher. Dankeschön. Was? Kleiner Tipp, gemacht, in vielen Spielen ist es von Vorteil, auf den Kopf
der jeweiligen Gegner zu zielen. Ja. Wo hat er die ganzen Leute her? Ich weiß. Vielen Dank, Philipp. Ja? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen so, wir dem ein Ende. Ich will hier nochmal ein bisschen die Leichen nicht schänden, nicht durchwühlen. Nicht, dass die Leute denken, du spielst zuerst mal ein Videospiel. Oder? Nein, nein, das stimmt. Aber du hast recht. Vielen Dank für diesen Hinweis. Gerne. Hey, hilf mir hoch. Ich wollte jetzt hier mal reingucken. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Warte, wir kommen hier noch aus der Zeit. Da ist das Ganze noch ein bisschen straighter. Gerade am Anfang. Ja, ist ja gut. Ja, ein paar Geheimnisse gibt es zu finden, aber... Oh, okay, ich glaube, das Umdrehen, da steht No Entry. Und da steht Danger, Digga. Sei vorsichtig. Aber wir sind ja Personal insofern. So, hilfst du mir auch hoch, oder? Wie zuvor kommt er. Na bitte! Ja, das ist ja gut. Aber ich finde auch das Sicherheitstor schön. Ja. Am Treppenaufgang. Hier drüben, Joel. Ja, ich bin doch schon da. Mehr von Roberts Leuten. Ja. Ja, weißt du, ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles, Cowboy. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Autos kannst du feine ohne Munitionseinsatz erledigen. Weiter, weiter. Das ist immer tatsächlich ein ganz wichtiger Hinweis, weil Munition tatsächlich ein rar gesätes Gut hier ist. Ich denke R1 an den Lauschmodus. Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Weiß nicht, ob der hier funktioniert, aber... Gefesselt. Du nimmst den da, ich den anderen. Achso, den da. Ja, sie stellten alle an die Wand und los. Peng, peng, peng. Haben alle exekutiert. Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Ohne die direkt zum Jäger. Was war das bei denen? Hey, Mann! Loslassen, verdammt! Mach jetzt keinen Scheiß! Ich glaube, du kannst ihn jetzt einfach. Ja, was meinst du? Ich glaube, du könntest ihn jetzt tatsächlich einfach kaltblütig erschießen. Greif seine Flanke! Au. So. Das ging ja richtig nahtlos. Ganz so wie gedacht, aber. Der eine war trotzdem effektiv, aber ich habe auch nicht verstanden, was die ganze Dinge ist und den anderen. Ich schließe hier einfach kurz in die Luft. Ding. Soll ich jetzt im besten Fall nochmal alle durchsuchen? Schauen wir uns um. Ja, machen wir. Möglichst viel Munition mitzunehmen. Hier. Achso, nur eine Asche, okay. Ja, so wie der Boden hier aussieht. Also glaubst du wirklich, dass sie noch einen Ascher nutzen? Ja. Also, ist scheißegal, ich schmeiß hier alles auf den Boden, Dreck, Papiere, völlig egal, es fickt auch keiner mal irgendwie durch. Aber die Kippe, die muss im Ascher abgearscht werden. Ja, ja, also Ordnung muss sein, Hauswasser Krause, jeder kennt es doch. Muss auch Prioritäten setzen. Da ist doch der Schlüssel. Aber, jetzt hast du ihn schon auch gesagt, ja. Wie riesig der bitte ja, war. Ja, das ist... Da muss ein ganz großes Schloss sein. Genau. Hier ist was Nächster. Können wir jetzt weitergehen, dann können wir gleich die nächsten. Oder muss ich. Weiß nicht, haben wir nicht noch irgendwo einen vergessen? Irgendwie vielleicht einer, der bisher. Ja, doch, warte, der Waffe hatte. Der hängt noch eine Runde ab hier am Fenster, glaube ich. Ah. Ja. Das heißt, du möchtest mir gerade sagen, dass du jetzt einfach zwei Unbewaffnete erschossen hast? Und dann noch in den Rücken. Also so richtig. Ehrenhaft. Stark. So ein richtiger Ehrenmann. Ach Gott, oh Gott. Hey, wir haben die Kisten ins Südlager gebracht. Und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Hast du etwas gehört?
Ja, ich hab's auch gehört. Hey, hey, okay, zwei. Also, kommt der zweite nach. Eieiei. Ein Schuss hast du noch. Nimm jetzt den anderen hier auf die. Aufs Korn. Das ist Tess, alles gut. Oh ja. Nachladen wäre ganz gut. Tja, ich habe gerade das Tutorial schon wieder vergessen. Ja. Gucken wir nochmal nach, keine Sorge, Leute. Okay. Schon tot. Ja, klang glaube ich ganz gut. So wie er da liegt. Sollen wir hier nochmal reingehen und gucken? Er hat auf jeden Fall geschossen, also wird er wohl was haben. Oder nicht? Ja, ja. Ammunition? No. Das hat er nur. Er hat die letzte Kugel verschossen. Genau. Und die Waffe löst sich danach auf. Ist in der Postapokalypse so. Ich geh nochmal vorher aufs Klo. Wenn Joel drückt die Blase. Wenn die Waffen leer sind, dann lösen sie sich auch mit auf. Joel geht auf Toilette. Joel. Oh Gott, da staunt noch einer. Das ist jetzt, wo die Flasche hier am Kopf zu werden. Was hast du gemacht? Du hast nachgeladen. Ja, er hat zwei gedreht. Ah, okay. Ui, laut musst du daher. Sicher? Nein, natürlich nicht. Aber da steht Slowdown. Das ist entspannt nicht. Nicht allein, oben war noch einer. Ja, ja, genau. Oben, oder? Zack. Das machen wir ja, wenn man zuerst hochkommt, genau. Über die Außentreppe. Ich will mir einfach oben kaufen. Ja. Ich glaube, darum kriege ich das nicht mit, wenn du nach oben gehst. Na, okay, jetzt kommt er. Jetzt kommt der andere auch runter, okay. Es konnte ja auch niemand ahnen, dass eine zweite Treppe innerhalb der Lagerhalle besteht. Was war das? Du schaffst es auch nicht, durch die Öffnung zu gehen. Nee. Es könnte aber so ein Signature-Move werden. Ich meine, rein theoretisch, wenn die jetzt nicht wieder einen überdimensionalen Schlüssel aufbewahren, könnte man sich auch einfach an die vorbeischleichen. Muss ja nicht jede Menschenseele hier meucheln. Da blitzt auf jeden Fall was. Ein Messer. Size. Die sind von einem spektakulären Flaschen. Ja, ich weiß. Verwirrt. Die da hören sie jetzt rum, ja. Schön die Birne unten halten, Tess. Die schießt gleich einfach. Guck, da kommt einer die Treppe hoch, hast du gesehen? Hast du was gefunden? Drei. Hörst du mich? Jetzt hab ich dich! Hab was für ein Medipack? Ja! Du spritzt an der Wand, sehen so aus, wie als würdest du mit der Maschinenpistole draufhalten. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Was haben wir hier? Los, zu den Docks geht's hier lang. Hatten wir's. Hallo, ich muss auch hier erst noch mal ein bisschen was suchen. Aber? Oh,
brauche ich nicht für später, die Flasche. Die macht doch immer so einen Stress hier, die Tante. Ja, gibt es genug Flaschen. Siehst du sie nicht rumlaufen? So, auch wenn Tess Stress macht, versuch das mal schnell auszusprechen. Ich glaube, hier ist gerade ein ganz guter Zeitpunkt. Wir haben die ersten, ja, im weitesten Sinne Gegnerwellen gesehen. Joel hat sie mit Patricks tödlicher Hand auch sämtlich ins Jenseits befördert. Mit meinem authentischen Let's Play und der Überlegung, wo war die Nachladetaste. Aber das gehört mit dazu. Genau. Wir hoffen, es hat sich an jeder Stelle Spaß gemacht. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter aufzeichnen, aber für euch heißt es, bis zum nächsten Mal. Bleibt gerne dabei. Und wie gesagt, gebt uns gerne auch einen Hinweis. Sollen wir uns tiefer durchblicken durch die eigenen einzelnen Levels? Oder wollen wir ein bisschen mehr mit der Story vorankommen? Gebt mal gerne Kommentare. Gebt gerne ein Feedback und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Ciao.